Hallöchen, hier ist Kiok und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Wir haben heute richtig viele News rausgehauen bekommen. Zum einen bekommen wir ein ganz neues Event, von dem ich ganz ehrlich sagen muss, ich wieder mal nicht unbedingt so überwältigt bin, aber vielleicht braucht ja noch irgendjemand den äußerst seltenen Hinata. Ich werde mich natürlich trotzdem an dem Event beteiligen, weil, es wird wahrscheinlich hoffentlich noch was anderes geben, außer den sagenumwobenen 4-Stern-Hinata mit der Fähigkeit Wildheit. Sondern ja, ich hoffe, es gibt noch Sphären. Denn Sphären können wir immer gebrauchen. Und gerade jetzt wieder sehr, sehr viel. Denn, oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, it's happening! Intelligent System hat es geschafft. Wir bekommen im Oktober, wenn die Halloween-Stimmung noch richtig am Eskalieren ist, Halloween-Einheiten! Und es kommen hoffentlich Henry und Jacob wieder zurück, denn ich habe immer noch keinen Jacob und ich bin eigentlich pleite, aber jetzt spare ich wieder dafür. Ich habe mir Hector direkt wieder abgeschrieben. Ich habe auf dem Banner noch beschworen mit den Vätern. Ich habe Robin bekommen und seitdem nicht mehr. Ich gehe jetzt wieder in den Sphären-Sparmodus und versuche so viel zu bekommen wie nur möglich. Ich schätze mal, hier sehen wir auf jeden Fall zwei Girls. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber es wirkt vorne so, als hätte die Person eine schmale Hüfte. Die andere ist auf jeden Fall eine Hexe. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das, was ich da sehe, da vorne, sieht krass aus nach einem Bogenbesen. Ja, ich hoffe doch mal, dass wir Helden bekommen, die nicht allzu oft vorkamen bisher. Also klar, ich nehme natürlich immer noch gerne einen Halloween Chrome. Und eigentlich sind die Banner sowieso mittlerweile durchmischt gewesen. Das nicht unbedingt heißt, dass man nur von einem Spiel zu den Spezialhelden dann Einheiten bekommt, sondern noch mehr. Aber mehr Diversität, mehr für die anderen Leute, die sich ihre Lieblingshelden auch mal als Spezialhelden wünschen. Dementsprechend drücke ich da die Daumen. Ich habe auch schon einen gesehen, der meinte, die Hexe könnte vielleicht Julia sein. Gönnen würde ich es den Leuten. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich hätte nicht nur Bock auf ein Halloween Chrome, sondern auch von dem Fates-Design von Tsubaki, dem Halloween-Design. Die waren doch, das war ja von diesem einen DLC. Ich weiß es nicht mehr so genau. Liam kann mich da bestimmt ganz gut aufklären. Aber ja, jedenfalls diesen Tsubaki würde ich auch sehr, 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 sehr gerne nehmen. Auch wenn ich alle Helden aus dem DLC richtig nice finde. Auch Camilla? Gab es da auch Camilla? Ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich weiß nur, dass ich von einigen, also nicht von allen Helden damals die Bilder gespeichert hatte. Und Corin fand ich da tatsächlich sogar noch mit am hübschesten. Aber naja, wie dem auch sei. Wir kriegen Halloween-Einheiten. Sparen, sparen, sparen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, weil ich bin voll im Halloween-Mood. Und by the way, es freut mich voll, dass euch Overlay würde ich es, glaube ich, nennen. Also ich nenne meine Seitenbilder bei den Videos, egal ob jetzt zu Fire Emblem oder zu Emulator Games oder so, Overlays. Und bei dem Overlay wollte ich natürlich jetzt mehr so Halloween-Stimmung raushauen. Wuhu! Und es hat scheinbar auch geklappt. Das freut mich. Gut, dass ihr auch Bock auf Halloween habt. Das werden wundervolle, tolle Wochen. Ich bin gut drauf. Ich bin richtig gut drauf. Ich hoffe, euch geht's da ähnlich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder eigentlich, ich weiß nicht, welchen Part lade ich zuerst hoch? Diesen? Oder vom Waldturnier heute den zuerst? Ach, egal. Einer von beiden von den Parts wird dann heute auf jeden Fall kommen. Vor dem anderen, weil ja beide Parts kommen. Oh Gott, ich bin so verstreut und aufgeregt und es sind so gute Nachrichten. Schön. Schön, schön, schön. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal sehen, auch wenn hier in diesem Part gerade bildtechnisch nicht viel passiert ist. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kiyoko.